Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Echo. I have made a fatal error. Error 404, Brain stop working. Genau. So. Ich muss weiter Holz fahren, denke ich. Warte, wenn du ein Pokémon sein könntest, welches wärst du? Keine Ahnung. Mew, da könnte ich alles sein. Wird der tun, hätte ich lustigeres Gesicht. Nein. Ich hab übrigens 15 Skillpunkte, das heißt, ich kann Mortar-Ding leveln. Oh lol. Mining würde jetzt 50 kosten. Was? Und alles andere auch. Oh nein. Gut. Das wird spaßig. Oh, shit. Einfach hast du eine Fackel rein zufällig. Nein. Shit. Ich habe aus Versehen gerade meinen Torch Sand abgebaut. Und dann ist die Torch einfach weggekommen. Die hat einfach disappeared. Ja gut. Ich brauche dringend zwei Holz. Lol. Lol. Das ist ganz schön hoch geworden. Es wird, glaube ich, fünf Dinger hoch, deswegen habe ich es auch zwei Runden nach unten versetzt. Stell dir mal vor, irgendwann so in 2 Jahren gibt's Eco-PvP-Server. Möglich. Witzig. So, ein Skillpunkt brauche ich jetzt. Also das würde irgendwie so den gesamten Sinn vom Spiel wegnehmen. Ja. Aber die Skillpunkte selbst brauchen nur eins. Also die Klassen sind zu teuer. Ja, das ist klar. Wenn sie das auch noch so machen würden, Alter, das wäre ekelhaft. Wäre ziemlich ekelhaft. So, ich habe jetzt Mortar Production, das heißt, ich müsste jetzt aus diesen Wood Pulps Pitch machen können. Das heißt, ich kann Pitch sie. Machen können? Ja, kann sie verwenden. Kann sie wiederverwenden. Ich kann sie verwenden. Genau. Pull Pitch. Ah, ich brauche Mortar Production 2. Obwohl, diese Efficiency Level müsste man eigentlich nicht. An sich. Ich weiß, muss man auch nicht. Aber die sind halt im Vergleich war sie ja nicht so teuer. Oh, ich müsste noch Logging lernen und ich müsste noch Wood Construction lernen. Ah, das wird nicht schön und das wissen wir beide. Ja. Wir hätten uns davor irgendwie einigen sollen, wer was macht. Ja. And I'm too hungry to work again. Bist auch ein Opfer. Ach, kann der Garten nicht immer schneller wachsen? Weißt du, manche Sachen wachsen schnell, die anderen wachsen gar nicht. Passt schon so. Okay. Einzige, was ich hier zu essen habe, ist Amanita Mushrooms und das sind die roten. Die sollst du nicht essen, glaube ich. Ich weiß. Okay, ich könnte auch noch Fett essen. Weißt du, ob das so gesund ist? Ich weiß, ich mache das einfach. Das hat sich nicht gelohnt. So, jetzt Mortar Production Level 2. Das heißt, ich kann jetzt. Ich grill mal einen Wolf, okay? Mach das. So, wie viel brauche ich eigentlich? Oh lol, ein Bison gibt 16 Fleisch. Oh. Ich brauche insgesamt. Ach nee, das ist ein Fuchs, den ich hier habe. Ich grill gerade Schimmern. 10 Mortared Stone. Ja, gut. 10 Mortared Stone braucht insgesamt. 30 Pitch. Das heißt, ich würde gerne 30 Pitch bestellen. 30 Pitch bestellen? So, 9 Minuten dauert es. Ich verbrauche insgesamt. Das ist so eine Sache, die in der Eco-Linie auch stört, dass man nicht zwei Sachen gleichzeitig irgendwie craften kann. Oh, ich habe mein komplettes Dinger wird, meine kompletten Äste verbraucht. Brauchst du noch Äste von mir? Noch 20 Stück brauche ich. Weil ich draußen mit mir herum. Kannst gerne alle Äste von mir haben. Ich habe noch locker über 100. Ja, also. In der und der Kiste. In 2 Minuten haben wir lecker gegrillten Fuchs. Nice. Add Schimmern. Armer Schimmern. So. Entschuldigung, Simon heißt er ja.
So, ich hab's geedit. Erinnerst du dich an den Bowlen, Alfred? Der gute alte Samon. Ach so, ja. Das war super. Das müssen wir dringend nicht nochmal wiederholen. So. Haben wir gemacht? Hab ich gemacht? Dann 10 Mortarstone. Die werden danach hinein weitergemacht. Bald das fertig ist. Das wird eine Weile dauern. Was machst du eigentlich nach Eko? Ich hab keine Ahnung. Wieder ein Survival Game oder wieder ein Jump'n'Run? Ich weiß nicht. Ich hab auch nicht so weit gedacht. Wahrscheinlich die Crash-Spiele kann es sein. Das wäre eine gute Idee. Bis dahin kommen die schon raus. Für den PC. Als ob dieses Projekt einfach bis Juli halten wird. Ach ja, stimmt. Oh lol, Fuchs bringt viel. Also ich kann keine bessere Shovel machen. Road Tool. Kennst du Shovel Knight? Shovel Knight ist ein Shovel Knight Spiel. Hab ich auf der Wishlist. Das ist super, dieses Spiel. Ich hab's auf meinem Radius. Zweimal. Oh Leute, man kann auch Stone Ramps machen. Aus Stein und Pitch. Du hast Mason schon gelevelt, gell? Ja. Wir können theoretisch. Ich hab aber einen Namen, Mason. Ja. Wir könnten theoretisch direkt Straßen aus Stein bauen, ne? Ja, könnten wir machen, aber wir könnten vielleicht auch erstmal die Brücke bauen. Ja. Wobei, ich muss gucken. Was braucht man dafür? Road Construction 1. Wir können das halt echt machen. Können es ohne Probleme machen. Wobei, ihr wollt nicht noch ein Bett machen? Stimmt, wir wollten ein Bett machen. Wooden Straw Bed. Können wir, glaube ich, auch schon machen. Warte, House Benefits, Category Bedroom. Ich kann immer noch keine Fenster machen. Was muss ich, dieses Heaven muss ich lernen, gell? Heaven. Ich bin jetzt ja. Level 4 und ich kann immer noch keine Fenster machen. Ich würde keine 20 Boards machen. Voll der Scheiß. Oh, warte, muss ich das? Jetzt muss ich bei Wood Construction lernen, kann das sein? Das kann tatsächlich sein. Ich habe jetzt einfach die Heavenlock Procession Efficiency die ganze Zeit gelevelt. Ja, gut. Dafür stelle ich jetzt sehr schnell die Dinger her. Und ich muss, glaube ich, nichts wirklich mehr dafür zahlen. Das ist eigentlich schon ziemlich praktisch. Wenn ich jetzt nicht die ganze Zeit am Verhungern wäre, fände ich das toll. So, die Boards werden hängst, das heißt, hier müsste bald ein Bett sein. Ob es irgendwie schlau ist, die Nacht zu überspringen, weiß ich nicht. Weiß nicht, ob es überhaupt überspringt. Vielleicht setzt doch einfach nur irgendwie deinen Spawn anders. Ich weiß nicht, was das bringt. Ich glaube, man kann anscheinend kann man nur 15 Heavy-Locks haben auf einmal. Nicht 20, sondern 15. Das weiß ich, glaube ich. Ich finde es schön, dass du dir nicht sicher bist, ob das weißt oder nicht. Ich mache hier mal eine Grube für ein zweites Lager. Das ist erst noch nicht voll, aber ich mache schon ein zweites. Das ist einfach du in der Nutshell. Ich glaube, meine Pflanzen sind gestorben. Oh, das ist traurig. Vielleicht. Ich glaube, ich habe die zu nah aneinander gebaut, deswegen wachsen sie nicht. Ja, meine Pflanzen sterben, weil sie zu krass wie Sonne kriegen. Shit. Vier. Ich habe aber eine Idee dafür. Ne, das mache ich mit Erde. Meine Gewächshausidee muss doch da sein. Bam, 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 bam. Ah, ich bin zu hungrig. Ab zu Essenskiste. Ich bin auch gleich wieder zu hungrig. Wir müssen mehr jagen gehen, weißt du das? Ja, ich glaube, da stirbt die Tierwelt sehr schnell aus. Einfach ein Bison jagen, das reicht für eine Weile. Stimmt. Weil wir brauchen eh ein Bison, wenn wir das researchen wollen und alles. Wissen Sie, also brauchen wir noch einen Hirsch und noch drei Hasen. Stimmt, ich glaube, es gibt sogar Skills, wo so Dinge
Dann wird alles effizienter, wenn wir Wo das du, mehr haben. ja, wo du aus einem Fleisch sehr viel Fleisch rauskriegst. Ja, Bison gibt 7. Ja, gut. Das ist schon, und wenn wir noch ein Butchery Table kriegen, ist das ja noch besser. Ja. Kriegen wir auch mehr aus den Tieren raus. Das wäre sehr nett, wenn du in die Jagen gehen könntest. Wärst du? Ich glaube, das wäre auch spannender für die Zuschauer. Nein, wär's nicht. Doch, was? Wenn ich das sage, stimmt das. Can't place block here, warum nicht? Weiß ich nicht, ich frage den Block. Vielleicht fühlt er sich nicht wohl da, wo er ist. Ach so, okay, jetzt geht's. Mein Schaufel ist gleich broken. Ja, das ist auch wieder fast kaputt. Das geht relativ schnell, kann das sein? Ja, und desto mehr sie kaputt ist, desto Dinger mehr kostet sie, also zum Arbeiten. Mehr Kalorien und so. Ich weiß, das hast du mir schon im ersten Part erzählt. Nein, hab ich nicht. Beweis das. Beweis das einfach irgendwie. Komm. Nee. Jetzt wird das Das Video ist nicht. eingeblendet. Oh, I'm too hungry to work again. Und das zu tief gekommen. Gucken, kann ich was mit den Clams machen? Vielleicht kann ich mir so eine Suppe machen oder sowas damit. Das wäre jetzt hier praktisch, wenn ich einfach da nichts anderes gebrauchen würde. Und natürlich brauche ich was anderes dafür. Klar, wie denn sonst? Hätte ich meinen Reis noch, Alter, da wäre alles anders. Da wäre das Leben anders. Okay. Das Loch ist gleich fertig. Ich hätte gern noch meinen Reis. Mein Reis war toll. Machst du Sushi drauf? Nein, damit kann man sich so Reisbrei draus machen. Ah. Und wenn das irgendwie auch noch ähnlich ist wie in der echten Welt, dann wäre das das beste Essen eigentlich hier. Weil du dann viel Energie rausbekommst. Das ist ziemlich gut. Genau wie Haferkrösten bekommst du eigentlich relativ viel Energie für den ganzen Tag. Weil das hat ein sehr langsames Ding, weißt du, jetzt nochmal Ausstoß von Energie. Der ist relativ langsam, aber der ist relativ beständig. Hier steht, kann man was lernen. In diesem Das Part. Weiß ich einfach, weil ich Koch werde. Nice. An sich sollte man sowas wissen. Nein. Okay, ich habe zwei Slage gemacht. Ich habe 10 Tomaten. Wir machen jetzt Charred Tomatoes. Und ich habe schon 8 Skill Points wieder. Das ist wir ziemlich sollten lang. Mal, ja, wir sollten mal Poker-MMO wieder spielen. Oh ja, das wär ein ziemlich gutes Spiel. Das kannst du eigentlich auch mal streamen oder sowas. Wäre, glaube ich, recht interessant. Wer ist das? Kommt Nintendo. Das ist unser Spiel. Ja, gut. Das ist witzig. 62 Stein. Och, 62 Stein fehlt. Oh, oh. Ho, ho, ho. Ich dachte, Holz fehlt. Holz habe ich genug. Aber dann ist mir aufgefallen. Stein. Ja. Alle Pflanzen sind tot. Opfer. Wieso? Weißt du, ich würde sie ja retten, aber ich musste 2 Minuten warten. Ja, ja, ja. Bevor ich irgendwas machen kann, weil ich kann davor nichts essen. Doch, ich könnte Tomaten essen. Ich rette euch! Nein, tust du nicht. Ich weiß. Warum mache ich das mit Holz? Egal. Ich habe jetzt nichts anderes, also muss ich Holz benutzen. 60 Holz oder so habe ich gebraucht. 60 Steine oder so habe ich gebraucht. Das heißt, 4 Ladungen müssen reichen. Stirb. So. Ich glaube, meine Heavy Logs reichen gerade so aus. Tun sie das? Nein, tun sie nicht. Weißt du was? Ich glaube, ich lasse das und ich mache kein Haus bei mir und ich mache einfach nur Untergrundfarm. Ich glaube, das wäre intelligenter. Kannst du machen.
Oh, Leute, die Charred Tomato ist auch ziemlich gut. Die sind alle ziemlich gut. Weil die sind halt weitergekocht und ich Drohs essen. Ich muss weiter Calorie Efficiency leveln. Ich hab Calorie. grad Punkte bekommen, weil ich was aufgelevelt habe. Nice. Ich versteh's nicht. Weißt du, was mich gerade aber ein bisschen stört daran, dass das alles unter uns sein muss, dass ich jetzt immer eine Erde nehmen muss, wieder rauslaufen muss. Eine Erde und wieder raus, eine und wieder raus. Ja, ich ruhe die ganze Ladung in Stein hin und her. Gibt's da nicht irgendeinen effizienteren Weg? Ja, die Karre. Die Karre kann auch nur gerade Wege laufen. Ja, dann musst du erstmal so eine Straße runter machen. Das ist so ein Problem, oder? Obwohl, ich glaube, ich kann sogar schon eine Dirt Ramp machen. Nee, da musst du, das mache ich gerade, da musst du sehr viel dafür machen. Da brauchst du erst Road Basics. Construction. Dafür musst du Engineering machen, für Engineering brauchst du Stone Construction. Für ein scheiß glattes Stück Erde. Ja, und das mache ich gerade. Und bis ich das alles gemacht habe, können wir auch schon Dinger Steinstraßen machen. Das ist das Traurige. Okay, die Büsche leben noch. Das ist tot. Oh, mein Bett ist schlecht. Das ist tot. Das ist tot. Das lebt noch. Dem Mais geht's relativ gut. Hier ist der Stein. Mortarstone. Ich find's eher witzig, dass irgendwie die Kaktusdinger irgendwie noch gar nicht gewachsen sind. Moment. Ich glaube, Mortarstone, das ist das, die Steinwände. Kann sein. Nein, das ist nichts. Nur gelagerter Stein, okay. Alle. Hast du dich gerade gefreut? Ja. Man kann es halt nur so lagern wie alles andere. Ich level mal den Cooking Speed. Also Stone Construction oder jetzt. Ich glaube, das ist relativ wichtig, wenn ich Cooking Speed level, oder? Ja. Weil sonst warten wir 10 Minuten auf Essen und sind gestorben durch Hungerverlust. Was passiert eigentlich, wenn unsere Ernährung auf Null geht? Weiß ich nicht. Das muss ich mal ausprobieren. Oh, lol. Bett ist schon fertig. Ich link mal das Zeug zu deinem Storage, die Karre. Warum? Weil, guck mal, wenn ich jetzt auf die Karre gehe, sollte ich eigentlich die Erde da rein move können. Oder, nee, Erde kann gar nicht in das Zeug. Guck, doch, guck. Guck mal auf deinen Storage. Ach, stimmt, man kann ja Erde. Dann kannst du es einfach reinziehen. Stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht. Dann kannst du die quasi platzieren, wo du möchtest, solange sie im Radius ist. Und ich habe übrigens ein Bett. Echt? Funktioniert das? Oder macht's irgendwas? Your host now provides 0,5 Skin Points per day. Oh lol, das sieht ziemlich cool aus. Was bringt das? Keine Ahnung. Es bringt halt. Ah, das kriegst du Punkte, kriegst du. Siehst du das Haus unten unter den Skillpunkten? Ja. Du kriegst da Punkte für. Ja, jetzt sehe ich, hier steht's, jetzt ist mein Haus so Ding am bläulich, jetzt sehe ich's. Kriegst du Punkte für. Ich glaube, wenn alles davor ist, kriegst du irgendwie was ganz Besonderes. Ich weiß ja, also desto mehr Deko, desto komfortabler das Haus gemacht ist, desto mehr Punkte kriegt man. Frage, was bringen mir die Punkte? Ah, du meinst Levelpunkte. Ja, wir haben gesehen, was für ein Durchschnittspunkt alles braucht. Jo. Aber. Dein Haus ist nicht mein Haus. Ja. Aber. Warte, kann ich mein Property über deins setzen? Nein, glaub nicht. Das probiere ich mal kurz aus. Warte mal kurz, das wäre jetzt witzig. Lol, als ob. Nee, leider nicht. Aber es wäre witzig. Witzig wäre, auf jeden Fall. Könnte ich auf dein Haus klauen. Das war böse. Wäre aber witzig. Aber das ist doof, weil das bedeutet, ich muss doch ein Haus bauen. Ja, auf jeden Fall. Wie es ganz weitergeht, sehen Sie nächste Woche. Sehen Sie im nächsten Part von Echo. Weißt du, bleib mal stehen. Nein! Okay. Bis zum nächsten Part. Hallo, ah,